Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wirtschaftsnobelpreisträger Amartya Sen weist immer wieder darauf hin, Wohlstand hängt wesentlich ab von Befähigungen und Verwirklichungschancen des Einzelnen. Deshalb erinnere ich in dieser Nachhaltigkeitswoche an die Bildungsrepublik Deutschland, die Angela Merkel vor 12 Jahren ausrief. Analphabetisierung bekämpfen, Frauen für MINT-Ausbildungsberufe gewinnen, Schulabbrecherzahlen halbieren. Doch bitte vergleichen Sie die Zahlen. Frau Ministerin, sie ist zumindest nicht auf der Regierungsbank, kann also nicht vergleichen. Vergleichen Sie die Zahlen von 2008 mit denen von heute. 6,2 Millionen Menschen in Deutschland, die kaum oder nicht lesen und schreiben können. Bei PISA zurückgefallen auf die Werte von vor 17 Jahren. In Mathematik und Naturwissenschaften fast so schlecht wie beim letzten PISA-Schock. Übrigens auch bei Spitzenleistung ähnlicher Rückgang, auch beim Lesen. Ungedeckter Betreuungsbedarf für mehr als ein Drittel der unter Dreijährigen. Und viel zu wenig junge Geflüchtete lernen Deutsch oder erhalten frühkindliche Bildung. Hinzu kommt, unsere digitale Bildungsrepublik erhält derzeit eine Ohrfeige nach der anderen. Citrix-Studie, Digitalreport, Bitkom-Umfrage. Deutschland ist Schlusslicht beim digitalen Lernen, Absturz um 52 Plätze. Eltern geben den Schulen die Note mangelhaft für Homeschooling und digitalen Unterricht. Mangelhaft, Herr Meister, bitte an Frau Karliczek weitergeben. Sie verfehlt das Klassenziel. Das hat Ihnen durch die Blume am Montag sogar Ihre Kollegin Dorothee Bär zugerufen. Wir Freien Demokraten machen seit Monaten konstruktive Vorschläge für guten digitalen Unterricht, Positivlisten für Digitalplattformen, schnelle Fortbildung für Lehrer, Entbürokratisierung des Digitalpakts. Aber Frau Karliczek, statt zu handeln, statt anzupacken, da spielt sie Topfschlagen. Ihr Ministerium dekoriert bunte Schaufenster. Attrappen, es hat keine echte Wahl. Es fehlt an Produktion und Vertrieb. Das BMBF wie in einer Briefkastenfirma. So wird Deutschlands Bildung in dieser Legislatur nicht mehr zukunftsfit. Sie führen nicht, Frau Karliczek. Sie agieren nicht wie eine Ressortchefin, sondern wie eine Nachlasspflegerin. Übrigens auch bei der Agentur für Sprunginnovation, da kommt noch was Kräftiges. Und vor allem bei der Batteriezellenforschung, die von allen gerügt wird in Ibbenbüren, da kommt auch noch etwas. Meine Damen und Herren, der Speck rutscht weg, Frau Karliczek. Unser Anspruch als G7-Industrienation ist eben nicht Regionalliga, sondern Champions League. Und wie kommt Deutschlands Bildung da wieder hin? Lesen Sie bitte unseren Antrag zur Bildungsrepublik 2.0, Digitalpakt 2.0, Exzellenzinitiative berufliche Bildung, Midlife BAföG, digitale Lehr- und Lernmittelfreiheit, Unterrichtspflicht des Staates analog wie digital, in Präsenz wie in Distanz, Förderung von Spitzenbegabung. Dies, meine Damen und Herren, das wären die Pfeiler einer Bildungsrepublik der Zukunft. Packen wir es endlich an. Herzlichen Dank.